Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD hier in der C4-Höhle. Es wird Zeit, das Lied zu spielen, damit wir mal sehen, wer der Weise sein könnte, der Urweise besser gesagt. Und dann geht's mal los. Shubidoo. Sehr schön gespielt. Wir haben die Hymne des C4-Gottes erlernt. Das Triforce erstrahlt und wow! Wer ist denn das? Bist du der neue Held? Ich bin Fodo vom Volk der Kokiri. Vielleicht sehe ich nicht so aus, aber ich bin ein Weiser, jawohl. Ich habe hier gebetet und gebetet, um dem Masterschwert die Stärke zu geben, alles Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Aber ich wurde von Ganondorf angegriffen und bin zu dem geworden, was du jetzt vor dir siehst. Du möchtest dem Schwert wieder zu seiner alten Stärke verhelfen, nicht wahr? Natürlich. Um dies zu bewerkstelligen, musst du jemanden finden, der das gleiche Instrument spielt wie ich und ihm das Lied von vorhin beibringen. Dann wird diese Person sofort begreifen, dass in ihr das Blut eines Weisen fließt. Der Taktstock, den du da bei dir hast, wurde früher dazu benutzt, uns Weise zu dirigieren und den Göttern ein gefälliges Konzert darzubieten. Damals hat ihn immer der König höchstpersönlich geschwungen und das Konzert dirigiert. Bitte richte dem König aus, dass ich immer noch auf meinem Instrument spiele, und zwar verborgen hinter den Wolken, ruhend im Blau des Firmaments. Aha. Kokiri, Dekubaum, das alles gehört doch zusammen, das heißt, wir sollten zurück nach Tantopia. Und wie ich mir dachte, dieser Dekubaum ist dann ja vielleicht dieser Nachkomme. Ihr wisst doch vielleicht bei Ocarina of Time, da war doch so ein Sprössling vom Dekubaum, den man sehen konnte, nachdem man den Waldtempel gemeistert hat. Erstmal aufpassen hier. So, Momentchen mal. Der Kanon des Sturms gespielt. Was ich sagen wollte, der Sprössling. Vielleicht ist das hier auch der Dekubaum, den wir heute auf Tantopia sehen. Und diese Makorus-Viecher, sage ich jetzt mal. Wie heißen die noch? Ich habe den Namen des Volkes vergessen. Aber das könnten doch die Nachfahren sein, oder? Die Nachfahren der Kokiris. Das ist doch eine sehr spannende Hypothese auf jeden Fall. Und wir sollten uns mal aufmachen auf der Suche nach Makorus. So, und hier war doch, glaube ich, hoffe ich mal zumindest Tantopia. Genauso ist es auch. Perfekt. So, dann ab von Bord. Und den kleinen, süßen Fratzen suchen. Ich muss ja auch wirklich sagen, Makorus ist einfach nur unglaublich süß. Wie ich finde. Und da, hört ihr das auch? Die Musik. Oh, aufpassen. Aufpassen, ja so. Sollte man nicht aufpassen. So. Huh. Mann, du kannst jetzt mal sterben hier. Gut. Da kommt Musik raus. Aus dem Wasserfall. Was ist das denn? Ist ja sehr spooky. Huh. So, rein hier. Nein, das klappt nicht. Ich wollte doch extra reinfliegen, aber das war anscheinend nicht so optimal. Dann halt nochmal das Ganze. Ach, jetzt glaube ich doch dagegen auch noch. So. Dann eben anders. Machen wir es eben mit dem Visierer hier. Mit dem Greifhaken. So. Hoppa. Ich hoffe, wir können uns irgendwie runterlassen. Moment. Wie war das denn noch, dass man sich irgendwie abseilen kann? Ich drücke gerade alle Knöpfe, die ich so hier drauf habe. Das war schon mal schlecht. Hm. Wie kann man sich abseilen? Das ist eine gute Frage, oder? Ich habe keinen Plan. Ich finde eh die Steuerung ein bisschen doof. Vom Gamepad. So. Versuchen wir es nochmal.
diesen Geheimgang zu durchstöbern. So. Ich weiß nicht, wie das gehen soll mit dem runterfahren. Also keine Ahnung. Das finde ich ja ein bisschen doof jetzt, dass ich nicht weiterkomme. Hua. Hua, wieder hoch hier. Wir sind noch nicht mal im C4-Tempel drinne und schon kommen wir nicht weiter. So. Denk logisch. Welcher Knopf könnte dafür verantwortlich sein, dass man sich hinunter seilen kann? Nee. Also B, Y und A bewirkt nur, dass wir runterfallen, aber runterseilen kann man sich anscheinend nicht. Gibt es denn noch ein anderes Item, wie ich da irgendwie mit dem Blatt vielleicht oder so? Oder geht das alles irgendwie nicht? Oh, Makurus, ich wäre so gerne bei dir jetzt. Ja, wie kann das denn gehen? Manu. So. So kann man doch reinfliegen. Mit dem Blatt. Und da haben wir ihn. Den kleinen Makurus. Erstmal reden. Oh, werter Freund Akero, es ist schön, dich nach so langer Zeit wiederzutreffen. Es spricht für dich, dass du mich so ohne weiteres hier in meinem kleinen Versteck gefunden hast. Wie, was ich hier mache? Ich habe hier das Stück geprobt, das ich nächstes Jahr bei der Zeremonie spielen will. Wenn die anderen es schon vorher hören würden, wäre das doch langweilig, findest du nicht? Was, man kann mich von draußen überdeutlich hören? Ach so, ich war mir sicher, das Rauschen des Wasserfalls würde es übertönen. Ich werde von nun an leiser proben. Okay, wir helfen dir mal. Das ist doch ein Taktstock. Dann bist du also ein Dirigent, Takeru? Das ist ja fantastisch. Dann wirst du mich also ein wenig dirigieren. Welches Stück spielen wir denn? Ich kann es kaum erwarten. Okay. Die Hymne des C4-Gottes. Och, das ist doch nicht zu glauben. Jetzt aber. Lieber Makurus, bitte spiel uns mal nach. Was ist das denn für ein seltsames Gefühl, das mich da umfängt? Beinahe so, als würde ich dieses Stück kennen. Applaus für diese Vorstellung. Werter Freund Takeru, dank dem heiligen Lied, das du mir überbracht hast, wurde mir meine Bestimmung als Weiser des C4-Tempels ins Bewusstsein gerufen. Meine Aufgabe ist es, das Masterschwert, das du mit dir führst, wieder zu seiner alten Stärke erwachen zu lassen. Bitte geleite mich zum C4-Tempel, werter Freund Takeru, schon aus dem Grund, damit mein Vorfahre in Frieden ruhen kann. Machen wir so. Und da ist... Ach was, da ist Makurus auf dem Kopf des Königs. Das ist ja nicht zu glauben. Sieht knuffig aus irgendwie. So, dann mal auf zum C4-Tempel. So, von Portemonnaie aus ist das Ganze dann kein Problem. Und relativ fix zu erreichen. Ich will auf jeden Fall noch in diesem Part den Tempel betreten. Und ich glaube, der war noch um einiges schlimmer als der Terra-Tempel. Und selbst da habe ich mich ja schon teilweise relativ blamabel angestellt. Muss ich ja so sagen, wie es ist. Ich bin mal einfach so gespannt und hoffe, dass ich das Ganze irgendwie meistern werde. Also erinnerungstechnisch bin ich da auch wirklich ganz, ganz auf dem untersten Niveau. Da habe ich wirklich fast gar keine Erinnerung mehr dran. Aber das muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass wir nicht zurechtkommen werden. Denn ich muss auf meine Logik plädieren. Auf mein Können. Auf mein Skill natürlich, dass ich da einigermaßen durchkommen werde.
Vielleicht klappt sie ja ähnlich toll wie im Terra-Tempel. Es wäre ja fantastisch. Gut. Da wären wir dann. Wieder zurück zur Sephir-Insel. Takeru, genau wie es mit Midori der Fall war, verfügt bestimmt auch Makoros über irgendeine besondere Fähigkeit. Es ist deine Aufgabe, diese an den Tag zu bringen. Haltet zusammen und helft euch gegenseitig, dann werdet ihr auch die Strapazen dieses Tempels überwinden können. Da bin ich sicher. Oh ja, Strapazen ist ein sehr passendes Stichwort. Strapazen werden uns hier erwarten. So, wieder läuft. Nee, oder? Richtig knuffig wieder läuft. Gut. Nochmal. Halt, das war schon mal schlecht. Das war besser. Die Hymne des Sephir-Gottes ist gespielt. Und jetzt kommt Makoros. Wow. Der Vorhang fällt. Wir können den Sephir-Tempel betreten. Ich heiße euch herzlich willkommen in eben jenem Tempel. Dann mal Hals- und Beinbruch, Makoros. Und wir springen direkt hinterher. Nun denn, jetzt geht's los. Diesen ersten Raum werden wir, glaube ich, noch überstehen. Einfach hier weiterlaufen. Ich weiß, vielen Dank für das Lob. Und hier haben wir dann wohl das erste Rätsel. Und wir werden wieder ein Lied spielen müssen, welches ich sehr mag. Und sehr schätze, also... Halt, das war schon mal schlecht, glaube ich. Das war besser. Wir konnten es nur vergessen. So, wir werden gleich mal gucken, was der gute, süße Makoros für eine tolle Fähigkeit hat. Was? Scheiße nochmal. Wir sollten, glaube ich, wieder mal zurückgehen und das Vieh mal besiegen. Diesen Zauberer. Huh. So, ist der besiegt? Der ist besiegt. Verdammt nochmal, haben wir hier noch mehr? Wir haben noch mehr hier. Huh. Huh, huh. Stirb! Verdammt nochmal. Wo ist der Kopf? Ach, da hinten. Huh, huh, huh. Scheißdreck. Hat nicht ganz gereicht, den zu besiegen mit einem Schlag. Also wir sollten immer mal zuerst die ganzen Gegner besiegen, damit Makoros hier sich ganz in Ruhe umschauen kann. Oh, das war jetzt eher weniger toll. Huch. Ach, wir haben jetzt auch noch das Teil freigelegt. Na, sehr schön. So. Das Vieh ist auch besiegt. Und wir haben hier Herzen. Ganz viele Herzen. Und Rubine. Rubine und Herzen sind sehr wichtig. Eminent wichtig. So, jetzt können wir Makoros wieder übernehmen. Und der kann nämlich Bäume pflanzen. Was wir mal sehen werden jetzt. So. Mit A. Schwuppdi. Ist auf jeden Fall ein ganz tolles Gimmick. Huch, jetzt sehe ich gar nichts mehr. So. Die Bäume wurden gepflanzt. Und eine Kiste erscheint. Schauen wir mal, was wir da so haben für einen tollen Inhalt. Wir finden. Oh, orangener Rubin. 100 Rubine. Geil, das ist, muss ich echt sagen. Wow. Das ist mal ein sehr schönes Geschenk. So, und diese Dinger hier können wir auch benutzen als Rampen. Und zwar, mal gucken. Schwuppdi. Schabuppdi. Hua. Und rüber hier. Also ganz cool, wie ich finde. Aber wir müssen erstmal versuchen, da rüber zu kommen. Auf die andere Seite. Das heißt, wir müssen nochmal eben kurz ein weiteres Mal Makoros mit hinzuziehen. So, schauen wir mal. Können wir hier so durch? Der kann auch fliegen übrigens. So. Hui. Und runter.
Und rauf. Und fertig. So. So lassen wir ihn mal stehen. Und dann können wir nämlich auf dieses Podestchen hier rauf. Die Dinge anziehen. Loslassen und fliegen. Und zwar ganz fix. Hier ist es auch wichtig in dem Dungeon, dass wir hier die große Energieleiste haben. Denn die ist hier wirklich überlebenswichtig, sag ich mal. So, noch mehr Magie? Magie. Sehr schön. Gut, gut. Dann mal auf in einen weiteren Raum. Oh Gott. Sieht hier schon sehr gemein aus. Und die Viecher leben natürlich noch, ne? Ja, die leben. Heißt also, wir bräuchten jetzt mal wieder Pfeil und Bogen. So. Treffer. Treffer. Und ab in den Rücken. Treffer Nummer 1, Nummer 2. Beide sind down. Magie. Ich will immer gerne alles voll haben. Also auch voll Magie. Das würde mich sehr fröhlich stimmen, aber... dann eben nicht. Okay. Hier bräuchten wir Wind. Nicht umsonst heißt dieser Dungeon auch Windtempel. So kann man hier einfach rauf. Können wir. Auf der anderen Seite kann dann mal Makurus. Das heißt, wir dürfen mal wieder ein ganz, ganz tolles neues Lied spielen. Makurus haben wir hier. Lauf los! Einfach nur knuffig, oder? Hä? Wieso ist denn das Teil wieder zu jetzt? Was ist denn das jetzt? Für eine Scheiße. Jetzt ist es wieder auf. Kann denn jetzt wenigstens Makurus darüber? Mal gucken. Ja, jetzt geht's. Okay. Das ist ja ein Ding. Gut. Ich hoffe mal, dass jetzt die Tür da hinten aufgeht. Die Tür da hinten aufgeht? Nö. Geht nicht auf. Dann eben anders. Beil dich! Glück gehabt. Sonst wäre jetzt hier Makurus zu Brei geworden, wenn er von diesem Stachelvieh getroffen worden wäre. Aber natürlich, mit meinem schon vorher besagten Skill schaffe ich das natürlich. So. Zwei Bäume gepflanzt. Und was passiert? Die Tür öffnet sich. Na endlich. Gut, gut. Wow, aua. Wow, verdammt, wie gemein. Au, au, au. Okay. Die ersten Räume haben wir ja schon mal mit Bravour gemeistert. Ich würde mal sagen, das nächste Mal geht's dann weiter. Hier im Sephir-Tempel. Also bis dahin, macht's gut.